Als letzte Rednerin in dieser Debatte hat Dr. Julia Verlin von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sprechen hier heute fast ein Jahr, nachdem der nationale Aktionsplan Energieeffizienz verabschiedet wurde, über eine sogenannte Sofortmaßnahme, die hier zur Umsetzung steht. Das finde ich ist auch schon sehr amüsant. Und in dieser Sofortmaßnahme, nämlich in diesem vorgelegten Gesetzentwurf, steht, dass die Bundesregierung mit diesem Aufkleber für Heizung das Ziel verfolge, dass sich die Inanspruchnahme einer weitergehenden Energieberatung erhöht und dass sich die Motivation der Verbraucher erhöht, um den Austausch alter ineffizienter Heizgeräte umzusetzen. Ja, Anreize zum Austausch von alten Heizungen, das fordern wir Grüne ja schon lange, um den Energieverbrauch zu verringern und um natürlich auch das Klima zu schützen. Aber schauen wir uns doch mal genauer an, was die Bundesregierung hier vorlegt. Die Schornsteinfeger kleben nach Energieeffizienzkategorie ein Label auf die Heizung im Keller. Und sie sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher auf weiterführende Beratungsangebote aufmerksam machen. Das war's. Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die notwendigen Klimaschutz- und Energieeinsparbemühungen in Gebäuden werden mit dieser Maßnahme nicht annähernd den vorhandenen Energieeffizienzpotenzialen gerecht. Im Vergleich zum Jahr 2008 will die Bundesregierung bis 2020 ja 20% Energie einsparen. Geschafft sind bisher genau 6,4%. Es bleiben also gerade mal noch 5 Jahre Zeit. Die Bundesregierung muss hier ganz schön flott noch sehr viel in Bewegung setzen, um diese Menge einzusparen. Und zwar nicht nur, weil sie es sich selbst vorgenommen haben. Nicht nur deswegen, sondern die Bundesregierung steckt mitten in einem EU-Vertragsverletzungsverfahren, weil sie die EU-Energieeffizienzrichtlinie bisher nicht zufriedenstellend umgesetzt hat. Ich weiß nicht, was Sie daran so lustig finden. Das wird ziemlich teuer für die Bundesregierung, wenn Sie... Ja, das kann im Zweifel können das ziemlich hohe Strafzahlungen werden. Aber gut, dann erklären Sie das den Steuerzahlern, wenn Sie nicht nur die Energiewende riskieren, sondern eben auch diese Strafzahlung vor dem EuGH. Es ist echt tragisch, wie schwer Sie sich tun mit einer vernünftigen Energieeffizienzpolitik. Wenn dieser bunte Heizungsaufkleber seine prognostizierte Wirkung erzielt, und das muss sich ja erst noch zeigen, dann trägt dieses Instrument mit sage und schreibe, aufgepasst, 0,3% zum Einsparziel bei. Da ist es zwar besser als nichts, aber zu einer wirksamen Energieeffizienzpolitik, die den Klimaschutz auch wirklich ernst nimmt, gehören weitere politische Maßnahmen. Denn durch die Etikettierung der Heizkessel werden ja insbesondere Vermieter überhaupt keinen Anreiz haben, alte Kessel auszutauschen. Diese alten Heizungen, dass die viel zu viel verbrauchen, das ist den Vermietern doch egal, denn die Heizkosten zahlen die Mieterinnen und Mieter. Und diese erfahren noch nicht mal, wir haben es gerade gehört, die erfahren noch nicht mal, ob ihr Vermieter eine völlig ineffiziente und veraltete Heizungsanlage im Keller stehen hat. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, dass das Instrument zu verbessern sei, indem man hier mehr Transparenz für die Mieter auch herstellt. Aber dem wollte die Bundesregierung ja nicht folgen. Das finde ich äußerst bedauerlich. Auch eine bessere Verschränkung des neuen Instruments mit der existierenden Energieeinsparverordnung haben Sie leider nicht umgesetzt. Denn die Energieeinsparverordnung, Herr Dulz sprach ja sehr viel von Freiwilligkeit, ich weiß nicht, ob er die Energieeinsparverordnung kennt, aber die sieht bereits seit sehr viel Längerem schon eine Austauschpflicht von denjenigen Heizungen vor, die älter sind als 30 Jahre. Ich glaube nicht, dass es Ihnen so ernst ist mit der Modernisierung des Heizungsbestands wie uns Grünen, denn wir Grüne wollen einen wirksamen Instrumentenmix für die Gebäudesanierung. Dazu gehört aus unserer Sicht vor allem eine massive Förderung von Quartierssanierungen dort, wo viele einkommensschwache Haushalte zur Miete wohnen. Denn wir wollen nicht, dass diese Menschen den stetig steigenden Heizkosten quasi ausgeliefert sind. Und für Hauseigentümerinnen eignet sich eine ausführliche, qualitativ hochwertige Beratung wie ein individueller Gebäudesanierungsfahrplan ja deutlich besser zur Planung der Erneuerung der Heizungsanlage als ein Aufkleber. Kommen Sie endlich in die Puschen. Es wäre doch beschämend, wenn wir beim Thema Gebäudesanierung weiter nur in kleinen Tippelschritten vorankommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich die